Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, wir machen noch ein paar Trainer weiter platt. Du bist ja noch keiner, wie es aussieht. Wir haben noch einen Angler hier rumstehen. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich auf jeden Fall noch einen Max vorne wegnehmen. Weil Pokémon Gastrodon. Der dürfte ein Zauberblatt ausreichen mit einer Vierfachschwäche. Was? Nee. Das hat einfach nur eine 60er Stärke Attacke, ne? Und wir sind halt die tote Pflanze selber, also. Bei mir habe ich trotzdem gehofft, bei der Vierfachschwäche reicht das. Gut, das ist halt nur irgendein Tanz jetzt geworden. So. Scampisto. Komm, gehen wir einfach mal hier auf eine Laubklinge. Das auch, auf jeden Fall One-Shot ist. Ach, das ist das kleine Ding noch davon. Ich glaube, das wäre schon die Weiterentwicklung. Stimmt, die Weiterentwicklung als Boma, ne? Haben wir schon gekämpft, haben wir noch einen Angler. Okay, ist aber kein Trainer. Was ist sogar hier sogar jetzt? Okay, wir laufen nochmal oben nochmal raus. Wie gesagt, global ging es aber auch nicht wirklich weiter. Da haben wir Gras oder so. Ansonsten können wir dann noch auf jeden Fall immer noch links laufen, da sollte auch noch ein bisschen was sein. Hier noch was. Wieder nicht. So, Trainer. Ach, guck mal, hier kam jetzt das Haus, wo wir ganz Kämpfe ineinander haben, was ich schon mal meinte. Hier geht es oben natürlich weiter. Zur Trümmerer. Haben wir zur Trümmerer schon? Zur Trümmerer haben wir schon. Können wir das auch schon benutzen, ist die Frage. Ich weiß halt nicht, welche VM wir quasi freigeschaltet haben bei dem Ding unten. Müsste ich nur jemandem beibringen. Was steht da? Verbleibt das also. Okay, mal, wir tun mal was auf den Milz da rauf. Ich sag mir auf jeden Fall, kann ich die ganze Zeit wieder runterbatschen von der Tür hier. Habe ich ja hier bei. Habe ich so meine Weg gehabt? Hab ja Marty vorher auf jeden Fall auch gemacht. Da habe ich ja auch hier die ganze Schneider runtergebatscht für Schlitzer. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Hier auch auf jeden Fall Schlitzer runterbatschen. Meinen Sie, ich brauche Schlitzer eh nicht. Also wann soll ich eine Normalattacke einsetzen? Bringt es eigentlich nie. Okay, das heißt, wir haben noch keinen Zertrümmerer. Also wir haben noch keine, den Ordnung nicht dafür. Deswegen kommen wir oben dann nicht weiter, okay. Na gut, dann machen wir mal den, die ganzen Kämpfe hier. Na gut, lasse ich glaube ich so. Vier Stück waren das, okay. Ein Mythodos. Dann gehen wir doch einfach für Tibetus. Okay. Das hat er gar nichts gemacht. Das macht so recht viel, da wir keine Verteidigung haben. So, dann hole ich genau auf Anna raus. Also, Mythos hat, glaube ich, auch eine hohe Spezialverteidigung. Deswegen macht halt dieses Kurs aber nichts. Naja, mach mal. Was du ja für ein Käfer bist. Jam, jam. Thank you.
So, ja, und jetzt die Mutter. Okay, Eis. Gut, hat was Psychokinese. Rüstung. Na gut. Eissturm, ja. Wir sind wahrscheinlich langsamer. Wenn wir nicht gleich unbedingt sicher bin. Weil ich nicht weiß, da kann man noch was sagen, weil ich hätte einen Kern schneller als ein anderer Ding da ist. Ist wohl nicht so schnell, wie es aussieht. Kreuzscherer auch noch, Alter. Jetzt geht's aber ab hier. Laubklinge und Kreuzscherer haben wir jetzt. Da müssen wir quasi eigentlich, also irgendwas müssen wir, machen wir noch mit Schlitzer wahrscheinlich. Brauchen wir noch für irgendwas raus. Aber ansonsten sieht das jetzt mittlerweile ganz gut aus. Kreuzscherer und Laubklinge, da wird glaube ich nichts Besseres mehr kommen in dem Bereich. 500, also will ich ja eigentlich jedes Pokémon für mich auf irgendwie 500 erlernen. Das ist dasselbe, ne? Ich glaube, es war Navitop, aber noch was ich erlernen wollte. Wahrscheinlich auch Fassan, nur weil wir dasselbe nochmal auf einem höheren Level halt jetzt. So, nochmal so um die Tochter. Ich glaube, danach kommt noch irgendwie die Großmutter oder so, oder nicht? Und immer zwei Pokémon. Ein Paragoni. Dafür muss ich jetzt eigentlich erstmal keine Angst haben, oder? Ich mache meine Gedanken gut und dann Diviskus. Ich bin dumm, das ist ein Geist-Pokémon. Ich bin Psycho, was mache ich denn? Da muss ich keine Angst haben, ey, das tut mir jetzt einfach wahrscheinlich. Oh, die zum Glück macht das Phantomkraft nur, ey. Alter, das war ja der beste Move, ich brauche keine Angst haben, ey. Das ist ja nur ein Geist-Pokémon. Alter, ey, bin ich doof. Ich habe Glück, dass er einfach nur Phantomkraft einsetzt. Das ist nicht tot. Das ist eine halbe KP von einem Geist-Pokémon. So. Wir können einfach austauschen. Bombrock. Alles klar. Einfach nochmal die Weiterentwicklung davon. Ich kann gleich mal so neue Kreuzchen reinsetzen. Ach komm, den sag ich ja gerne an. Okay, du machst auch Phantomkraft, dann machen wir einfach selber nochmal. Guck mal, den nehme ich angreifen hier. Boah, Catwende, der hat noch geil, ne? Wann hat er denn? Von der Theorie her. Das war an sich. Rein theoretisch und drei, oh nein, ich hab auch, was mache ich denn, Alter? Ich bin einfach kurz am Reden und schon bin ich irgendwie Konzentration gleich null, ey. Oh, what the fuck. Das kommt aber, weil vorher da war, auf dem Spot halt, war halt vorher Anna, nicht Anna, Navi. Deswegen habe ich aber wieder selben Spot einfach ausgewählt, so bei den 11k. Ja, egal. So, wo war ich jetzt gerade? Keine Ahnung. Doch, hat zwar eigentlich drei Käferattacken und da war ich eigentlich. Aber es sind halt situationsabhängig, ne? Kreuzscherer einfach Damage. Stachelfinale, falls ich jemanden one-shotten kann. Oder last-hitten kann, muss aber gesagt nicht one-shotten. Okay, jetzt werden wir zum Austauschen. Jetzt frisst er den nochmal. Komm her. Damit hat er seine Beere jetzt ja nicht mehr. Ich denke, der hat nicht nochmal getriggert. Und ist zurückgeschreckt und noch einer reicht aus. Das ist natürlich ein bisschen schade,
das, da er jetzt keine Erfahrung mehr bekommt. Okay. Das war echt einfach mal kurz ein bisschen am Reden gewesen, ey. Wohin 11k-mäßig, aber da rausgeholt. Genau, es kommt die Oma. Mit einem Pokémon, ein Meditalis. So. Oh, mega Meditalis. Das du kriegst auch Level 42, das könnte sogar sehr gefährlich werden, ja. Ja gut. So ein Turmkick ist natürlich, meh, aber wenn es auf Mart Turmkick einsetzt, können wir einfach für Scanner gehen. Dann geht's ja. Ich weiß nicht, wie das denn ist. Das zählt doch, als ob es daneben gehen würde, oder? Und dann haut sich ja selber um. Daher. Mal schauen. Jo. Und bam. So. Und einfach um das nochmal sicher zu gehen. Lass jetzt irgendwie einfach keine Ahnung, Max oder so one-shotten. Machen wir mal dasselbe. Einfach nur, damit es halt irgendwie down geht. Irgendwie machst du aber was ganz anderes jetzt, okay. So, die Frage, ob ich jetzt wieder auf Dingens auf Fasanup zurückgehe, ob es jetzt trotzdem wieder Tropfing einsetzt. Wahrscheinlich eigentlich nicht. Wir probieren es aber aus, gucken, was passiert. Das hätte ja quasi eigentlich auch gerade. Doch, macht es tatsächlich. Warte mal, es hätte ja quasi jetzt gerade auch Zemkopfstoß eingesetzt auf Fasano. Okay, wie gesagt, tatsächlich, wir machen das jetzt aber nochmal. Wenn wir nicht heißen, dass er schneller ist. Dann ist Navi trotzdem tot, ne? Weil er jetzt einen Zemkopfstoß einsetzt. Das ist jetzt, ja, wird schwierig. Wir hoffen jetzt aber, dass gleich nochmal Tomkick eingesetzt und kein Zemkopfstoß auf unseren Scanner, sonst haben wir ein Problem. Lass nochmal Tomkick ein, setz Tomkick ein, setz Tomkick ein. Nee, es kann gar kein Tomkick mehr, ne? Hat das nicht jetzt schon fünfmal eingesetzt? Ich glaube, mehr AP hat das nämlich schon gar nicht, ne? Das ist halt nur die Frage, ob ich jetzt, wie viel Schaden mit der Zemkopfstoß macht. Bei schneller bin ich, glaube ich, jetzt nicht mehr als Meditalis Wildborn. Für die 42. Das hat auch einen Turmkick, scheiße. Ja, damit haben wir den Kampf verloren. Ja gut, aber ganz ehrlich, da mache ich auch nicht viel. Also bei einem Level 42 mega Meditalis, das mit dem Turmkick one-shottet. Da kann ich halt nichts gegen tun. Das Ding ist, von der Theorie her haben wir die ganzen Trainers nochmal, ne? Aber ich brauche es den nochmal hinrennen, das macht ja wirklich keinen Sinn. Dann gehe ich den nochmal Daumen am Meditalis. Aber das heißt, wir können den später nochmal machen einfach. Würde ich einfach machen, sobald wir dann hier überall durch sind mit dem ganzen Zeug. Also sobald wir die Arena haben und so, müssen wir eh weiter nach oben. Und dann können wir nochmal das Haus machen. So. Muss ich jetzt irgendwo kämpfen? Ich werde eigentlich erstmal irgendwo Gras suchen. Oh, da ist irgendwas, was leuchtet. Ah, okay, ist nur ein Lumise. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, suchen wir aber so erstmal nach ein paar Pokémon hier. Ein Flauschling, na gut. Ein Feen-Pokémon brauche ich nicht im Team. Haben wir ja schon. Also dafür erstmal unsere, keine Ahnung, unsere 5-Pokémon-Taktik. Ein paar mehr. Ein Schallquap. Tja. Wasserboden haben wir bereits. Genauso nämlich. Und daher auch nicht so useful. Roselia. Der hatte ich ja schon mal von geredet. Das ist von der Tür eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Aber ja, unser Pflanzen-Pokémon haben wir ja eigentlich. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit. Gerade jetzt mit Laubthema und Kreuzschere.
Dito. Alles klar. Das sieht mir auf jeden Fall im Endstream jetzt. Nee. Flexibilität. Nochmal Dito. Ich bastel erstmal ein anderes Pokémon da vorne, damit ich die ganze Zeit wieder Fährte bekomme. Schon ein bisschen nervig. Tja. Nochmal taucht mal was auf, was usefuler ist. Das wäre echt mal schön, wenn wir 60 Teammitglied hätten. Man könnte natürlich auch sagen, ich nehme Schallquab jetzt mit für die nächste Arena, weil es ja eine Elektro-Arena ist, wenn wir noch einen Boden-Pokémon dann haben. Was denkst du, kommen auf jeden Fall danach, kommen wir in den Feuer-Pokémon-Bereich, da wir da im. Wie heißt das überhaupt nochmal? Ich hab keine Ahnung, wie die Stadt da hieß, wo wir dann hingehen. Da wo wir auch wieder auf Team Up mal so treffen. Obwohl, nee. Oder laufen wir zuerst dahin? Oder laufen wir erst nach oben nach Laubwechselfeld? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall kommen wir dann nächstes Jahr immer mal Feuer-Pokémon. Ich hoffe mal, dass ich mir da auf jeden Fall dann irgendwas mitnehmen kann. Das heißt, dann würde wahrscheinlich einfach das Pokémon, das wir jetzt fangen, eh wieder rausfliegen vielleicht. Aber dann machen wir das sowieso. Wenn das nächste Mal ein Schalkwapp hier auftaucht, dann fangen wir es einfach mal, einfach für die Arena. Weißt du, also zweite Vico kannst du auf jeden Fall mit mir bauen, weil wenn ich das hochlevel hier auf der Welt, keine Ahnung, 38 wo wir gerade sind. Ich weiß nicht, ob es die letzte Entwicklungsstufe auch erreicht. Keine Ahnung, wann die sich entwickelt. Ein Schallquap. Jetzt muss es nur wieder auftauchen. In Meryl. So, Schalkab. Hast du jetzt, wo ich das brauche, kommst du hin, ne? Ich tauche gleich einfach so eins auf, hier so als Nivi-Pokémon. Das ist ein übelst krasser Attacker und ich bin Trainer reingelaufen. Auch gut. Toll, auch noch 5 Pokémon hat sie. Yay. Alter, also, ist das so ein Ordenkampf oder was? Alles klar, alle Level 35, ey. Zum Glück haben wir Steinhaare, was aber jeden von denen trifft. Wo sind alles Baby-Pokémon, ne? Vielleicht davon abgesehen, ist das nicht so, dass die irgendwas können. Ja, alle auf der Decke werden getroffen. Das ist K.O.-Attacke. Ich bin tot. Halloween. Der Halloween. Was nimmt so sehr den Typ Geist an? Ja, okay. So, next round. Drei auf einen Streich. Klingensturm. Tja, muss halt aufladen, ne? Ist halt auch wieder speziell, ey. Das ist Bullshit, Mann. Also ganz ehrlich, als ich Fassano noch nie mit einem Team hatte, ey, das war, glaube ich, bisher auch immer eine gute Entscheidung. Der ist ja so scheiße. Das war ein physischer Fool, der aber noch spezielle Attacken erlernt. Was ist da für ein Dickzackel? Lehmbrühe, ja, noch eine spezielle Attacke. Michael, ich meine, ist immer noch besser als Aquaknarre, ne? Aber ich finde auch einfach immer Attacken, die gut auf meinen Pokémon sind.
Warum jetzt eine Lehmbrühe, ey? Ich kann es nicht irgendwie Wasserdüser lernen oder so. Oder keine Ahnung, ein Nassschweif, hast du eine physische Attacke, das ist ein Schweif hinten, ne? Oh, so ein kleiner Mini-Schweif eigentlich nur, ne? Und Seokids. Okay, ich spreche mal falsch aus, ich sag immer Seokids. Was heißt eigentlich Seokids? Das habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt, das Seo einfach auszusprechen und jetzt ist einfach so in meinem Kopf drin, ey. Alter, was soll denn das jetzt? Kommen ganz neue Pokémon, die einfach den Schaltkörper haben. Das Pokémon habe ich halt schon. Komm mal, Volbeat, ey. Schaltkörper, komm wieder bitte. Das Pokémon ist aber gleich voll, ey. Ne Lecket. Wäre auch eine Überlegung wert, ne? Mal ist das nicht so gut gegen die nächste Arena mit Typ Elektro. Aber wäre auf jeden Fall ein Pokémon mit Electek und. Wohl ist das Frage, weil wir den Stromisierer da wieder heißt, der bekommen. Für den Edelvoltek. Zumindest wäre es immer ein Pokémon, was ich auch nicht im Team hatte. Und was erstmal wahrscheinlich schon eine Weile da bleiben würde, bis ich mal etwas Besseres finde. Das fahren wir uns auch mal. Dann gehen wir nicht auf die Taktikinsel von für nächste Arena einfach ein Pokémon, sondern einfach von Pokémon, was schon noch ein bisschen Daseinsberechtigung hat fürs Erste. Okay, ich hab's auch besiegt. Ich hab mir gedacht, das überlebt das jetzt einfach. Ja, scheiße, weil dann ist halt wieder ein Baby-Pokémon, ne, quasi. Oder? Zählt der Lecket als Baby-Pokémon? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube schon, oder? Naja. Ich glaube, der könnte bestimmt kein Pokémon sein, was hier oft auftaucht, ne? Okay, ich würde einfach mal sagen, ich beende hier die Folge, wenn ich hier mal rauskomme aus dem Kampf. Und dann werde ich einfach außerhalb der Folge nochmal ein neues Deckel suchen. Ja, dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.